Vor 10 Jahren zahlte eine vierköpfige Familie 771 Euro im Jahr für Strom. Heute sind es 1.100. Das ist ein Anstieg von 42%. Hauptursache für die Preissteigerung allerdings, das ist der Ausstieg aus der Kernenergie. Dr. Achim Kötzle, Geschäftsführer der Stadtwerke Tübingen, versteht dies als eine notwendige gesellschaftliche Aufgabe. Wenn wir unsere Gesellschaft fit machen wollen für die Zukunft und auch weiterhin lebenswert erhalten wollen, dann müssen wir umsteigen auf erneuerbare Energien. Das verursacht Kosten, die müssen wir bezahlen, aber das ist eine sehr gute Investition in unsere Zukunft. Der Spielraum, mit günstigen Preisen zu werben, ist begrenzt. Denn 54% des Strompreises sind staatliche Steuern und Umlagen, 25% sind staatlich regulierte Netzentgelte, gerade mal 21% vom Gesamtstrompreis entstehen auf dem freien Markt. Der Experte warnt vor den Billiganbietern, die mit Prämien werben. Wenn aber Anbieter mit immensen Preisvorteilen werben und riesengroße Unterschiede an die Wand malen, dann kann das nur daran liegen, dass dort Wechselprämien eingerechnet werden, die nur einmalig bezahlt werden. Und irgendwie muss das ein neuer Anbieter dann im Laufe der nächsten Jahre auch wieder von seinem Kunden zurückverdienen. Bleibt nur noch die Hoffnung auf eine Reform der EEG-Umlage, weg von Garantieentgelten hin zu mehr Wettbewerb. Wer also zukünftig Strom produzieren will, muss sich an einer Ausschreibung beteiligen und das günstigste Angebot abliefern, so jedenfalls der Plan. Und insofern würde man mit dieser Maßnahme, wenn sie auch auf kleine Anlagen heruntergebrochen werden würde, tatsächlich den Ausbau der Erneuerbaren deutlich ausbremsen. Und deshalb sagen wir auch, das muss mit einem sehr großen Augenmerk und mit sehr großer Vorsicht geschehen. Was dies alles für den zukünftigen Strompreis bedeutet, ist noch völlig offen. Wer seine Stromrechnung zu hoch findet, der muss eben weiterhin den günstigsten Anbieter wählen oder Strom sparen, wo immer es geht.